klar, den Kalchai, den nehme ich gerne mit. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video. Heute habe ich es endlich mal geschafft. Ich habe mich mit Zalo getroffen. Wir wollten eigentlich einen dicken Breitbauvergleich mal machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Mein CL versus sein BMW 650 XI. Baby! Komplett gemerkt, hat das gleiche Prior-Kit quasi drauf wie ich, nur halt im BMW-Style. Also den Style der Stoßstange gibt es eigentlich gar nicht bei Mercedes. Auf M6 angelehnt halt, ne, haben sie mitgenommen. Persönlich finde ich die Linie, die Gesamtlinie von dem Fahrzeug und dem ganzen Bodykit schöner als bei meinem CL. Bei meinem CL ist es ja so auf Black Series angelehnt. Und hier hast du einfach nochmal so ein paar Vertiefungen, Kanten, Ecken, Rundungen. Nennt es wie ihr wollt. Insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr schön, auch in diesem, keine Ahnung, ich nenne es mal Lambo-Orange, weißt ja, du, so, wie das? So Sunflower. Ja, ist, ich finde es total geil, weil es sieht auch echt richtig Hammer aus. Er kommt übrigens in echt besser rüber als auf Fotos und Videos. Ne? Ja, finde ich auch. Also ich habe dein Video dazu geguckt, verlinke ich euch natürlich hier oben, unten irgendwo. Und ich muss echt sagen, ich dachte so, das Ding willst du jetzt dem CL entgegensetzen, weil du hast ja schon geschickt, ne? Vorher bei WhatsApp und sowas und meintest, oh, so eine krasse Karre und so. Prior gegen Prior, ne? Zwei Vorteile hat dieses Fahrzeug auf jeden Fall gegenüber dem CL. Leistung, V8 Biturbo drin. Du hast gesagt, der geht. Der geht, also Hagen mit dem S63 hatte schon ein bisschen Schwierigkeiten, hinterher zu kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Dach, ja, das wäre jetzt, jetzt hast du mir meinen zweiten Punkt weggenommen. Wir müssen Schnick, Schnack, Schnuck noch machen. Wieso? Nee, ich habe Shotgun. Shotgun gilt. Shotgun-Regel. Ja, das ist das Aggregat. BMW mag ich nicht. Twin Power Turbo. Ich bin richtig gespannt, wie der sich fährt. Also wirklich ohne Spaß. Noch nie ein BMW V8 Biturbo gefahren. Also ich bin in den CL mitgefahren und ich glaube, fahrwerkstechnisch würde ich das hier ein bisschen besser abholen, weil es einfach stabiler ist. Was hatte ich Stimmt, noch mal? Du bist in meinem Prior. Du kennst ihn ja auch. Genau. Wir waren da ja zusammen da mit der Handykontrolle. Ne? Meiner hat ABC-Fahrwerk, ne? Also ein hydraulisches Fahrwerk. Und das Ding hier hat tatsächlich weder Luft noch Hydraulik, sondern KW-Gewinde V3. Kann der da noch rum? Ist das so? Ja, müsste. Ah, ja. Okay. Und, ja. Und 21 Zoll mit ein bisschen weniger Reifenwand als bei mir. Ne? Ja. Also ich bin sehr gespannt, was das jetzt für eine Rumpelbude wird. Auf den Motor bin ich gespannt und natürlich, also das muss ich wirklich sagen, Drop-Top, ganz, ganz klarer Vorteil. Also gerade, wir haben hier ja eigentlich den direkten Vergleich mit dem S63. Ich finde, wenn die Cabrio-Dächer oben sind, finde ich den BMW tatsächlich schöner, weil er hier diese komplette Einbuchtung hat. Spoiler ist Geschmackssache, gehört halt zum Breitbau dazu, ne? Irgendwo. Oh ja! Alter, da ist aber einiges zu Hause, ne? Ah, schönes Interieur hier auf 2003 angelehnt. Ne? Also der CL ist schon brutal, aber das, also V8 Biturbo, finde ich persönlich echt hammer sexy, wenn man noch so ein bisschen Turbo hört. Hat zwei Turbos. Ja. Zu guter Letzt. Also willst du noch ein Dach auf, oder? Ja, ja. Oh ja, richtig und richtig. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Runde fahren, ne? Jetzt direkt los, oder? Ja, direkt. Ich bin heiß. Ungewohnt auf diesem Kanal, gefühlt das gleiche Lenkrad wie in meinem Dreier damals. Jetzt musst du mich mal einführen hier mit diesem kleinen Joystick. Pass auf, du stehst auf der Bremse, bist angeschnallt. Ja, ja. Nimmst du den Joystick in die Hand, du hast so ein kleines Knöpfchen, links müsste es von dir aus sein. Ja. Und dann machst du einfach, ziehst in Richtung D einmal. Ist immer einmal ganz zurück, ist ja. D. Oh, ja, okay. Genau, und dann fährst du schon vorwärts. Der rollt gar nicht selber an. Achso, Handbremse. Ja, Handbremse mache ich. Müsstest eigentlich nur losfahren, eigentlich. Müsstest du von selber machen. Echt? Macht der von selber? Ja, fahr mal. Ah ja, okay, das ist geil. Das ist geil. Dann fährst du einmal komplett rechts einen Schlag am besten. Genau. Oh. So. Merkt man direkt beim ersten Ding, dass das Fahrwerk. Du jetzt, machst ja, du einmal. Nee. Du machst Knöpfchen und einmal ganz nach oben, dann ein bisschen rückwärts. Okay. Genau. Und dann hast du Rückfahrkamera. Siehst du eigentlich schon, wo es hingeht? Rückfahrkamera ist natürlich geil. Das hat mein ja, CL nicht. Die braucht man eigentlich. Das hatte ich auch bei dir angemerkt, ne? Ja. Das Max wird hier noch wirklich zum BMW-Fahrer. Ich werd bekloppt. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich jetzt nicht an hier. Du wirst leicht hektisch hier im BMW, du. Ich bin wirklich, was BMW angeht, so dermaßen vorbelastet und voreingenommen. Das ist unfassbar. Also das ist auch schon nicht cool. Also das ist auch nicht neutral, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieser BMW, der ist wirklich, also da habe ich mich richtig drauf gefreut, den zu fahren. Der gefällt dir irgendwie. Ja, und seitdem du dann, ich bin ja gestern bei Hagen mitgefahren und du die ganze Zeit das Ding hier. Ey, das ist schon ein geiles Ding. Also das
mal wieder sagen. Und dabei müsste man meinen, dass der S63 jetzt einen erstmal komplett wegscheppern müsste, ne? Na gut, der S63, der scheppert mich halt nicht so weg, weil der halt sehr auf 222 angelehnt ist. Das kenne ich ja alles. Ja. Einmal Casino-Crawlen, okay. Ja, komm, Casino-Crawlen. Aber, ja, stimmt, das ist ja auch gut für die Community. Dann sehen die hier auch mal die Hotspots. Ja, obligatorisch Assi-Runde am Casino-Felden. Max, ich glaube, du hast gerade einen 6er Prior Breitbau gekauft. Gibst du einmal einen YouTuber deinen BMW? Den Ratschclip musst du mir schicken, ne? Den Ratschclip kriegst du. Also Ratschclip könnt ihr bei Zalo gucken. Ah, Mann! Ich kann nicht mal sagen, dass du das absichtlich gemacht hast, weil ich wollte ja fahren. Jetzt ist natürlich die Laune hier ein bisschen angekratzt, ne? Ich hab gar keinen Bock mehr. Angekratzt im wahrsten Sinne des Wortes. BMW, Alter, das kannst du mir wirklich nicht geben, Junge. Ja, du musst immer so quer fahren, ne? Hier bei so Breitbauten. Meine Navi 10. Muss ich jetzt irgendwas machen? Nee, der ist komplett in D, ne? Ja, du fährst einfach. Okay. Header-Putter, das ist schon mal nice. Wie wollen wir, denke ich mal, mit Klappen aufwarten, ne? Achso, das ist noch nicht offen. Dann machen wir auch Sport. Der Cut. Ja, echt? Keine Ahnung. Du musst immer so richtig von unten raus. Nochmal runter. So, und jetzt musst du so Halbgas beschleunigen und bei 4,5 schalten. Da, wechseln. Ja. Guck mal, der Spaß hat, ey. So eine Poser-Karriere. Der kauft den noch. Ja, Junge, die Karre ist geil, Alter. Kannst du mir erzählen, was du willst? Also, ich muss leider wirklich sagen, aufgrund des neueren Getriebes ist es schon deutlich, und wegen den Turbos, schon deutlich geiler als CL. Also CL ist viel lauter, aber die Klangkulisse an sich ist geil. Also, ist unbeschreiblich. Feier ich wirklich. Ja. Mir macht der sogar als Beifahrer gerade richtig Spaß. Ohne Spaß. Robin Banks hat er nicht, oder was? Nee, ist nichts programmiert oder so ein Scheiß, ne? Das wär jetzt natürlich auch erinnert mich stark an Nikos Audi. Jetzt wirklich, hätte das Ding ein anderes Interieur, ich würde dir die Karre hier vor Ort abkaufen. Ich sag dir, wie es ist. Oder nicht? Heiko? Was denn? Heiko, Davi? Sound? Hättest du vor Ort noch den Kaufvertrag unterschrieben? Ja. Krass. Also wenn das Interieur ein neueres gewesen wäre, kein Spaß. Krass. Yeah. Wir unterschreiben. Was will man denn mehr, Junge? Was will man denn mehr? Mit dem Cabrio ist das schon krass, ne? Ey, du fährst doch jetzt hier nicht die erste Assi-Runde. Ja, natürlich. Mit meinem Auto hier. Das kann ich mir erzählen. Für die 500 Euro für die Lippenreparatur fahre ich das Ding jetzt hier. Ja. Mein Jutster. Also du fährst nicht mehr, ja? Nee. Abruptes Ende vom Video. Ich werde jetzt nicht weiterfahren. Ganze Spaß. Kostenaufstellung findet ihr dann bei Turbozalo. Vielen, vielen Dank, dass ich deinen Wagen fahren durfte. Ja, es war mir eine Ehre. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Meld dich gerne, wenn dein Lamborghini fertig ist. Dann komme ich auch noch mal rum und fahre das Ding Probe. Ja, du kannst mir mein allerjutster. Du fährst garantiert gar kein Auto mehr von mir. Fickli, das kannst du mir glauben. Volle Video gibt es dann drüben bei Turbozalo. Vielen Dank fürs Gucken des Videos. Also vielleicht sollte ich noch kurz ein Fazit abgeben, ne? Ja, ist schon eine ganz geile Karre. Also im Vergleich zum CL ist schon geil, macht gerade Spaß. Gerade fahrtechnisch wollte ich dich natürlich fragen, ne? Ja. Das fahrtechnisch schon. Habe ich jetzt leider beim Posen mit 30 km/h nicht so gesehen, aber ja, ist geil. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Gucken des Videos. Bis zum nächsten Mal, hau rein, ciao.